Nicht nur die im vorangegangenen Beitrag vorgestellten Gameplay-Neuerungen bringen frischen Wind ins Spielgeschehen, auch das Setting selbst ist für ein Metal Gear-Spiel eher untypisch. In den Vorgängern wart ihr ja fast ausschließlich in engen Räumlichkeiten unterwegs. Jetzt verbringt ihr den Großteil eures Abenteuers im weitläufigen russischen Dschungel. Dieser begeistert durch seine lebendige Inszenierung. Überall kreucht es und fleucht es. Die vielfältige Flora und Fauna ist dabei nicht nur schmückendes Beiwerk. Weil ihr ja immer wieder Snacks Hunger stillen müsst, solltet ihr nicht vergessen, ab und an einige der Tierchen und schmackhafte Früchte einzupacken. Da ihr im späteren Verlauf des Spiels auch wieder militärische Einrichtungen infiltrieren müsst, ist es immer von Vorteil, einen gewissen Vorrat an Nahrungsmitteln zu horten. Denn in den kargen Betonburgen ist es um freilaufende Tiere natürlich schlechter bestellt. Was leider schon in den ersten Minuten negativ auffällt, ist die veraltete Kamera. Wie im Vorgänger könnt ihr diese nicht frei drehen. In der Third-Person-Perspektive lässt sich der Bildausschnitt nur um einige Zentimeter verschieben. Nur in der Ego-Perspektive dürft ihr euch uneingeschränkt umschauen. Dafür könnt ihr in dieser nicht laufen. Da die Positionen eurer Feinde nicht mehr auf einem Radar ersichtlich sind, wäre eine schwenkbare Kamera äußerst wünschenswert. So überseht ihr, nur weil euch die Übersicht fehlt, oftmals Gegner, die nur einige Meter von euch entfernt stehen. Dieses zugegebenermaßen ärgerliche Manko lässt sich aber angesichts der anderen Qualitäten des Spiels verschmerzen. So wartet der Urwald mit allerlei abwechslungsreicher Abschnitte auf, die aufgrund ihrer Weitläufigkeit zum Erforschen und Ausprobieren unterschiedlicher Lösungswege einladen. Und Neugierde wird belohnt. Fast immer warten neue Items oder andere Überraschungen auf euch. Auch die später auftauchenden Gebäudekomplexe sind ziemlich weitläufig und verwinkelt gestaltet. Die Zeiten, in denen ihr stur von einem Raum zum nächsten geschlichen seid, sind definitiv vorbei. Immer wieder fällt die Liebe zum Detail auf. So könnt ihr in einer Bergregion beispielsweise diese Geier beobachten, wie sie sich über ungenietete Gegner hermachen. Oder schaut euch mal genau in den Wachstuben der russischen Soldaten um. Dort findet ihr ziemlich heißen Lesestoff. Natürlich werden die Schleichetappen auch immer wieder von den serientypischen Bosskämpfen unterbrochen. Eingeleitet durch filmreife Zwischensequenzen treten euch hier wieder äußerst abgefahrene Gestalten entgegen. Doch keine Sorge, fette Rollerblader sind diesmal nicht dabei. Die Charaktere sind wieder ähnlich kultig wie im ersten Metal Gear Solid für die PS1. Fury! Auch sie können meist mit unterschiedlichen Taktiken besiegt werden. Findet ihr trotzdem mal nicht auf den grünen Zweig, funkt ihr einfach einen eurer Verbündeten an. Diese haben immer einen guten Tipp auf Lager. Da Metal Gear wie kaum ein anderes Spiel von der mysteriösen Story mit vielen überraschenden Wendungen lebt, möchten wir davon nicht allzu viel verraten. Wer sich allerdings gänzlich ohne Vorahnung ins Spiel stürzen möchte, sollte trotzdem jetzt abschalten. Denn angesichts der enttäuschenden Geschichte des Vorgängers wollen wir dennoch einige Worte darüber verlieren. Why'd you defect? I didn't. Natürlich kommt auch Metal Gear Solid 3 nicht ohne eine pathosgeschwängerte, völlig überzeichnete Geschichte aus. Liebe, Loyalität und Selbstzweifel sind diesmal die vorherrschenden Themen. Skeptiker können dennoch aufatmen. So übertrieben das Geschehen auch ist, es wird zu keiner Zeit so abstrus wie in Teil 2. Die Story lässt sich bis zum Schluss nachvollziehen. Insider erfahren nebenbei eine ganze Menge interessanter Hintergründe zu den letzten Metal Gear-Teilen. So trefft ihr etwa auf den noch jungen Ocelot, der euch Jahrzehnte später wieder im ersten Metal Gear Solid in Alaska begegnet. In einer Videosequenz werdet ihr Zeuge, wie Snake Ocelot überhaupt erst darauf bringt, statt einer Pistole einen Revolver zu benutzen. You filthy American dog! Wer jetzt angesichts dieser Bilder Lust auf einen Dschungelausflug bekommen hat, sei vorgewarnt. Die amerikanische Version des Spiels eignet sich aufgrund der exzessiven Story nur für Leute mit gehobenen Englischkenntnissen. Alle anderen sollten lieber die deutsche Fassung abwarten, um dem spannenden Geschehen gänzlich folgen zu können.